Hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Return to Monkey Island, wo wir jetzt 5 Schlüssel finden müssen, um den Tresor im Voodoo-Laden zu öffnen. Und das erste, was wir dafür brauchen, ist eine Karte. Also gehen wir mal rüber zu Wally und hoffen, er gibt die uns gratis. Und er hat kein neues Gratis-Monokel hingelegt. Ich bin enttäuscht, Wally. Was ist mit unserem Triple-Monokel? Na gut, vielleicht gibt er uns ja trotzdem eine Karte. Hast du eine Seekarte von der Gegend? Und kannst du die Standorte von Terra Island und Bermuda notieren? Kein Problem. Ich werde auch noch ein paar Extras hinzufügen. Die Schiffsverfolgungsfunktion wird dich umhauen. Es ist ein kleiner Trick, den ich kenne. Du musst bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen, wenn du es wie ich zu etwas Großem bringen willst. Okay, ja, vielen Dank. Sei vorsichtig. Die letzten Piraten, für die ich eine Karte zu Terra Island erstellt habe, wurden nie wieder gesehen. Und Bermuda kann einen bis auf die Knochen herunterkühlen. Nicht viele Piraten wollen dort hinauf. Oh, und wenn du nach Skirby Island kommst, grüß Elaine von mir. Danke, Wally. Und es tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Oh, okay. Scheint in Ordnung zu finden. Na dann. So, dann gehen wir mal raus. Das war ja easy. Kann ich mir die Karte mal angucken? Wo ist sie denn? Hier, entschlüsselte Karte. Ach nee, das ist die zu Monkey Island. Ah, hier, die Seekarte. Ich werde warten, bis ich zurück auf meinem Schiff bin, um sie zu öffnen. Ja, okay, Entschuldigung. So, eine Sache will ich aber noch nachgucken, bevor wir losfahren. Und zwar redet Elaine doch... Das ist ein Fischladen. Ach, können wir hier jetzt rein? Okay, Moment, dann machen wir das kurz. Willkommen das ist im Tunnelhecht! Danke! Bei uns gibt es den frischesten Fisch und auch die frischeste Gesellschaft. Egal, ob du hier bist, um etwas zu kaufen oder um dir die Zeit zu vertreiben. Es ist uns egal. Aber natürlich ist es uns lieber, wenn du etwas kaufst. Wart ihr nicht mal die Piratenanführer? Ich bin Skybrush Threepwood. Ah, ich dachte mir schon, als wir ihn in der Stadt herumschleichen sahen, dass er mir bekannt vorkommt. Der Laden sieht nett aus, oder wie kommt es, dass ihr euch vom Piratenführung zurückgezogen habt? Ja, wir haben irgendwie ein bisschen Beef mit den neuen Piratenanführern, also bitte. Wie kommt es, dass ihr euch von der Piratenführung zurückgezogen habt? Nun, manchmal ist der Ruhestand nicht so sehr eine Wahl, sondern eine Sache, die einen überkommt. Wie wenn man auf dem Meer in eine Flaute gerät. Aber es hat uns ermöglicht, diesen Laden zu eröffnen und unserer Leidenschaft für das Angeln nachzugehen. Also vielleicht weniger eine Flaute, sondern eher ein starker Wind, der in eine bestimmte Richtung weht. Schau dich doch mal um, ja? Ja, sehr gerne. Sag mal, pustet der da die Kugelfische auf? Ich habe den doch gerade pusten gesehen. Achtet mal drauf. Und hier frisst der eine Fisch den anderen Fisch. Das finde ich auch cool. Was sind diese langen, dünnen Fische? Was sind diese riesigen Fische? Die sind ja riesig. Was sind das für welche? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Wir haben sie auf dem Boden der Ladung gefunden. Achso, na dann ist da bestimmt nichts Verdächtiges dran. Was ist mit den gelben? Was sind das hier für kleine gelbe Kerle? Das sind Beulensauger. Sie sind leicht zu essen und eignen sich hervorragend zum Aussaugen von Zysten und Furunkeln. Lecker. Ach, davon kann ich jetzt auch einen bestellen. Meiden, einen von denen zu kaufen. Na gut. Sie sehen toll aus, aber ich habe keine Schubkarre. Ja, schade. Was sind das für stinkende Fische? Wie heißen die Fische da oben? Bücklinge. Frag besser nicht, warum. Wir könnten die alle kaufen, theoretisch. Sind das Aale? Schleimaale. Sehr lecker. Aber lass sie sich nicht um deinen Hals wickeln. Okay. Können wir auch bestellen? Das ist irgendwie verdächtig. Grüne Fischtrophäe. Er ist ein hübscher Teufel. Der erste Fisch, den ich je gefangen habe, konnte es nicht ertragen, ihn zu essen. Damals war ich natürlich noch ein kleiner Junge von 3 Jahren. Ach ja, das war nicht schlecht für 3 Jahre, muss ich mal sagen. Schöne Krabbe. Ich habe 11 Stunden lang mit ihm gekämpft. Am liebsten hätte ich ihn gegessen, aber zu der Zeit war keine Krabbensaison. Na, da kann man natürlich nichts machen. Hier ist ein Hai, ein sehr kleiner Hai. Schöner Hai. Lass dich von der Größe nicht täuschen. Der Korallenfeuerhai ist der gefährlichste Hai von allen. Dieser hier hat 17 gute Segler und 3 Beiboote versenkt, bevor wir ihn auch nur einholen konnten.
Wow, okay, alles klar. Und kommentieren, wie seltsam Flundern sind. Flundern sind tatsächlich seltsam. Flundern sind wirklich lustig aussehende Fische. Das sagst du jetzt. Aber warte, bis du allein in einer heftigen Nordböe versinkst und darum kämpfst, das Tier rechtzeitig an Land zu bringen, um es zum Flicken des Lochs in deinem Boot zu benutzen. Okay, ja, daran habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Was sind diese Spitzen? Schleimfische. Manche Leute schneiden die Spitzenteile vor dem Verzehr ab. Aber das ist eine persönliche Entscheidung. Jetzt, habt ihr gesehen, wie er den Kugelfisch aufgepustet hat? Okay, Entschuldigung. Die ganze Zeit habe ich gewartet, wann er das nochmal macht. So ein klumpige Fische. Was sind das für klumpige Kerle? Krötenfische. Überraschenderweise keine Beziehung zu echten Kröten. Okay, das... wasserbeschädigtes Buch. Es ist eine Kopie von Am Ende der Planke. Oh, ein Geschenk von einem guten Freund. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Darf ich es mir ausleihen? Kann ich mir dieses Buch ausleihen? Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Ja, dann legt los, Leute. Okay, das wirkt so, als würden wir das noch brauchen. Hier ist noch eine Heilbutt-Trophäe. Das ist eine interessante Befestigungsmethode. Den habe ich bei einem Fluchtversuch gefangen. Habt ihr gesehen, der zappelt noch. Ich kann den Fischladen verlassen. Ausgezeichneter Marlin. Ei, der ist nicht echt, sondern ein Werbeartikel von einem lokalen Jackbutterkollegen. Aber er sieht ganz nett aus. Ach so, okay. Und die haben wir auch noch. Das ist eine tolle Trophäe, die ihr da habt. Ei, das ist eine Kombination aus Trophäe und Fliegenklatsche. Für den Fall, dass wir mal eine Insektenplage haben. Nö, bisher sieht gut aus. Ich sehe keine Insekten. Oh, die heutigen Sonderangebote lesen. Ja, gerne. Irgendwie bisher der einzige Fisch, der war irgendwie nützlich erscheint, ist hier dieser Beulensauger, weil der kann ja Furunkel heilen. Also der kann halt irgendwas. Oder vielleicht der Spitze... Um irgendwas zu schneiden oder so. Aber mit den anderen wüsste ich jetzt noch nicht, obwohl vielleicht als Seil so einen langen Fisch. Wer weiß. Ich lese mal. Es gibt Schleimaal, Krötenfisch, Schleimfisch, Bückling und Beulensauger. Achso, okay, ja, das wussten wir schon. Fisch bestellen. Passt gerade. Oh, wie viel kostet das hier? Der Goldfisch ist bestimmt der wertvollste von allen. Wie viel für den Goldfisch? Sushi ist ein Haustier. Sie ist nicht zu verkaufen. Egal zu welchem Preis. Und er heißt Sushi. Wie süß. Interesse an Sushi zeigen. Ja. Womit füttert ihr sie? Sie füttern? Ja, sie kann sich selber füttern. Sushi ist schon groß. Was mit den Kugelfischen? Sind die Kugelfische zu verkaufen? Tatsächlich nicht. Die sind für den persönlichen Gebrauch. Sie eignen sich hervorragend für Rülpswettbewerbe. Willst du mitmachen? Da sage ich nicht nein. Der Gewinner darf den Kugelfisch behalten. Das machen die hier. Okay. Jetzt muss ich. Wer macht das von alleine? Ups oder Blarb? Ich mach Blarb. Ei, nicht schlecht. Ich erkläre dies hiermit zu einem Unentschieden. Verdammt, okay, da müssen wir noch irgendwas machen, dass wir gewinnen, glaube ich. So, ich weiß gar nicht, Sollen wir Fische kaufen? Erstmal nicht, oder? Erstmal warten wir, wofür wir die brauchen. Und wir reden nochmal mit denen. Ich würde gerne einen Fisch kaufen. Habt ihr schon mal von einer Frau namens Bella Fischer gehört? Ja, die hat einen der Schlüssel, ne? Habt ihr schon mal von einer Frau namens Bella Fischer gehört? Bella Fischer. Ei, sie konnte Seemannsgarn von Port Royal nach Trinidad spinnen und wieder zurück. Und sie war eine hervorragende Anglerin. Was? Gut im Angeln. Sie hatte einen geheimen Angelplatz, der ergiebiger war als das ganze restliche Meer zusammen. Wahrscheinlich ruht sie jetzt dort, denn sie ist ja auf einem Angelausflug verschwunden. Niemand kennt den Ort, aber es wird gemunkelt, dass sie Hinweise darauf hinterlassen hat, wo er sich befindet. Aha, so.
Hat Bella Fischer euch jemals einen großen, schicken Schlüssel gezeigt? Einen goldenen zufällig? Hat Bella Fischer euch jemals einen großen, schicken Schlüssel gezeigt? Nein, ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich dachte nur, ich frag mal nach. Hätte ja sein können, ne? Nochmal von dem Angelplatz muss ich nicht hören. Habt ihr das Erdbeben gespürt? Habt ihr das Erdbeben gespürt? Das haben wir. Zuerst dachte ich, es wäre nur mein Magen, der sich über mein Frühstück beschwert. Ei, das haben wir alle gedacht. Okay, ich bin auf der Jagd nach dem Geheimnis von Monkey Island schon wieder. Ich bin auf der Jagd nach dem Geheimnis von Monkey Island. Das Geheimnis? Was für ein Preis. Ich weiß. Man sagt, dass der Pirat, der das Geheimnis besitzt, niemals versenkt werden kann, dass der Wind immer seine Segel füllt. Früher hätten wir es vielleicht selbst gejagt. Aber wir haben sozusagen einen neuen Fisch an der Angel. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Gut, Rülpswettbewerb müssen wir nicht sofort nochmal machen. Und Fisch kaufen, habe ich ja gesagt, machen wir erst, wenn wir wissen, wozu. Ich denke, ich werde mir den heutigen Fang ansehen. Du wirst keinen besseren finden. Okay, und was hier mit der Flagge? Das wollte ich noch fragen. Was ist das für eine Flagge mit den vielen Löchern? Darauf sind wir ziemlich stolz. Wir haben sie eines Tages in einem Fischernetz gefangen. Das ist eine der typischen Flaggen von Bella Fischer höchstpersönlich. Aha. Bella Fischer? Das war Bella Fischers Flagge? Das habe ich gesagt, ja. Kann ich die haben? Steht die Flagge zum Verkauf? Hüte deine Zunge. Das ist Eigentum der Seeteufel. Der was? Niemand. Es ist zu spät. Der Köder ist aus dem Sack. Wir können es ihm genauso gut sagen. Die Seeteufel sind eine halbgeheime Gesellschaft von Anglern. Meistens erzählen wir Geschichten. Ei, Geschichten über Fische. Okay, kann ich denen beitreten vielleicht? Weil dann könnte ich die Flagge ja haben. Ich wette, man muss die irgendwie auf eine Karte legen und dann erscheint irgendwas in den Löchern. Irgendein Satz oder so. So finde ich, sieht die aus. Kann ich den Seeteufeln beitreten? Nun. Bitte? Bitte. Hast du irgendwelche guten Fischgeschichten? Ja. Einmal wurde ich von einer Seekuh verschluckt. Keiner weiß, was eine Seekuh ist. Glaub mir, mach einen Wal draus. Das ist besser. Okay. Nimm diesen Fischköder. Andere Seeteufel haben sie auch. Auf ihrer Kleidung oder irgendwo angebracht. Geh und finde sie. Zeige ihnen deinen Köder und erzähle ihnen deine Geschichte. Sie werden dir Ratschläge geben. Lerne so viel du kannst und komm dann wieder hierher und erzähl uns deine Geschichte. Du könntest mit der jungen Piratin anfangen, die in der Scum-Bar rumhängt. Sag ihm nicht, wo er anfangen soll. Er soll nach den Ködern suchen. Okay, alles klar. Er hier hat auch einen, ne? Sehe ich gerade. Der ist doch da befestigt. Aber dann fangen wir mit der jungen Piratin an der Scum-Bar an. Gar kein Problem. Cool, dann haben wir ja schon unsere erste Spur für den ersten Schlüssel. So. Ins Gefängnis müssen wir nicht nochmal, oder? Mal gucken. Hey, wie geht's? Guybrush! Ach. Du wieder hier? Hey, ich habe ihn doch befreit. Otis, Otis, Otis. Was sollen wir nur mit dir machen? Dieses Mal habe ich nichts getan. Ich wurde reingelegt. Wo ist Stan, ja? Wo ist Stan? Haben sie ihn gehen lassen? Nein. Stan wurde zu einer harten Strafe verurteilt. Wusstest du, dass er sich selbst vertreten hat? Ich habe gehört, dass das unklug ist. Sie haben ihn zum Eissteinbruch auf Bermuda gebracht. Ah, dann treffen wir ihn da bestimmt. Sag mal, was ist eigentlich hier passiert? Oder ist es vom Erdbeben? Hast du Angst, dass der Rest des Gebäudes einstürzen könnte? Ja. Meinst du, du könntest mich nochmal rausholen? Das bezweifle ich. Es sieht so aus, als wäre etwas mit der Seriennummer des Schlosses passiert. Verdammt. Was hast du dieses Mal getan, um verhaftet zu werden? Nichts. Ich stand einfach nur da. Ich kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten. Habe einen Antrag auf Erdbebenhilfe gestellt. Wusstest du, dass man das nur einmal machen darf? Es gibt keine Gerechtigkeit. So, ich kann also hier ihn nicht befreien, weil ich würde ihn eigentlich schon gerne nochmal befreien, ne? Das ist ja unser Freund quasi. Der Großteil dieser Seriennummer wurde abgerieben. Ah, verdammt. Dann können wir ihm echt nicht helfen. Ich möchte, dass du dem Museumskurator von unserem Gefängnisausbruch vor all den Jahren erzählst. Dem mit den Krügen voll Grog. Er scheint die Geschichte nicht ganz verstanden zu haben. Natürlich! Die Wahrheit ist wichtig. Wenn ich wieder frei bin, werde ich ihm einen Besuch abstatten.
Nun, ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit passieren wird. Ach, verdammt, können wir ihm nicht helfen? Ich komme dich bald wieder besuchen. Sag deinen Leuten, sie sollen meine Leute anrufen. Mache ich. Haben wir eine Feile oder sowas? Nee, nur das Messer. Und den alten Gefängnisschlüssel? Ah nee, das ist der von der Museumsvitrine. Ach Mist. Ich hätte ihm schon gern geholfen, ne? Zerstörte Zelle, kaputte Lampe. Die Lampe ist kaputt. Möglicherweise. Sie wurde in Schutt und Asche gelegt. Oh, Entschuldigung, ich habe seine Lampengedanken unterbrochen. Die Lampe ist kaputt. Möglicherweise eine Verbesserung. Okay, ist hier sonst irgendwas Interessantes? Scheint nicht so. Na gut, okay. Dann gehen wir wohl wieder raus. Schade. Und gucken einmal, ob wir unsere geliebte Elaine hier nochmal sehen. Oh, was ist denn hier los? Die Menschenschlange ansehen. Ich frage mich, worauf sie warten. Und hier ist der Speer. Was ist los? Ach, warten die auf Erdbebenhilfe? Worauf wartet ihr alle? Erdbebenhilfe! Und du solltest besser nicht versuchen, dich vorzudrängeln. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Wer sich vordrängelt, wird gegängelt. Ah, okay. Alles klar, in der Schlange warten? Nee, nicht unbedingt. Ich würde eigentlich einfach reingehen gerne. Hey! Danke, Carla. Viel Glück. Guybrush! Hi. Ich möchte alles über das Geheimnis hören, aber ich muss jetzt zurück auf Scurvy Island. Reden wir später darüber. Alles klar, ich liebe dich. Tschüss. Okay, hier ist eine Sammelkarte, die nehmen wir direkt. So, übrigens, wenn ihr seht, dass ich so Karten übersehe, sagt Bescheid, ich würde die gerne alle finden. Welches Tier ist auf dem Schiff von Bella Fischer zu sehen? Das weiß ich noch nicht, aber das finden wir bestimmt raus. So, wie geht's dir, Carla? Alles schick? Ich habe übrigens dein Buch noch nicht wieder, aber ich arbeite dran. Hast du die Menschenschlange draußen gesehen? Das sind Bürger, die von dem Beben betroffen sind. Aber es ist kein Geld in den Kassen, um die Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Ich verteile quasi Schuldscheine. Das ist sehr schade. Könnte ich was abhaben? Kann ich etwas von der süßen, süßen Katastrophenhilfe abhaben? Ich habe dir schon gesagt, dass es kein Geld gibt. Ich verteile Schuldscheine. Ich nehme, was ich kriegen kann. Gut, es ist sowieso kein echtes Geld. Ich muss einen Zweck angeben. Also, wofür ist er? Das müssen wir bestimmt... Ich will das lokale Unternehmen wieder aufbauen. Mein Schiff hat Schäden erlitten. Es ist bestimmt irgendwas Bestimmtes, aber ich sag erstmal das mit dem Schiff. Mein Schiff hat einige Schäden erlitten. Es braucht eine Kielüberholung. Klingt suspekt, aber ich habe schon Schlimmeres gehört. Das ist nur ein Versprechen der Stadt, dein Hilfsprojekt zu einem späteren Zeitpunkt zu unterstützen. Sei nicht zu begeistert. Vielen Dank. So, okay, dann kommen wir nochmal wieder, falls wir noch einen besseren Grund gefunden haben. So, in der Schlange warten, wirklich? Okay, jetzt sind wir auch ein Schatten in der Menge. Ah, ich würde sagen, wir warten nicht weiter. Wir gehen mal hier rum. Und da ist unser Schiff. Ne, wir müssen ja einmal hier zu den Docks und mit der jungen Piratin reden. Hier, das ist sie doch. Einen Drink nehmen. Hatten wir nicht schon? Kann ich übrigens das Buch wieder mitnehmen? Ich will es ja noch zurückgeben. Bist du mit dem Kochbuch fertig? Ich hätte es gern zurück. Nein, du kannst es nicht nehmen. Da meine Bar weg ist und ich keine Hoffnung habe, sie zu reparieren, ist das alles, was ich noch habe. Ach, müssen wir ihm so einen Schein geben vielleicht? Es ist nur leicht angesenkt. Das mag Carla vielleicht gar nicht. Den Schuldschein überprüfen. Hier, will er sowas? Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass die Gouverneurin Mittel für die Überholung des Kiels meines Schiffs bewilligt hat? Ich weiß nicht, warum meine hart verdienten Steuern für die Reparatur deines Kiels verwendet werden sollen. Okay. Ah, guck mal, sie hat auch dieses Zeichen sogar. Aber geh mal einmal zurück und hol mal einen Schuldschein für das Unternehmen. Das Lokale. Das gab's ja auch zur Auswahl. Ich wette, das könnte ihm vielleicht helfen. Dann können wir ihr Buch zurückgeben. Ich will nämlich nicht wieder... Dann ist sie wieder sauer sonst. Komm, wir gehen einmal hier rein. So, Entschuldigung, Menge. Ich habe keine Zeit, hier zu warten. Ja, nicht jammern. So, Carla, ich bräuchte nochmal. Hier, du kannst den anderen auch wieder haben, wenn du willst. Ja.
Kann ich das auch auf ein anderes Projekt anwenden? Na schön. Was willst du? Ich will lokale Unternehmen wieder aufbauen oder die Werft in Ordnung bringen. Welches ist ein ehrtes Unternehmen? Ich will lokale Unternehmen wieder aufbauen. Ich bin mir sicher, dass du dabei auf die Unterstützung der Öffentlichkeit zählen kannst. Bitteschön. So, dann hat er hoffentlich wieder Hoffnung und gibt uns unser Buch zurück, damit wir das Carla wiedergeben können. So, einmal hier rum. Entschuldigung, wartende Menge. Und hier zur unteren Straße. Achso, nee, zur oberen. Ach, naja, wir machen das schon. Hier zu den Dogs. So, schau mal. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass die Gouverneurin Mittel für den Wiederaufbau der Scumbar zu einem unbestimmten Zeitpunkt bewilligt hat? Hat sie das? Ja, ja. Das ist ja fantastisch. Ich werde einen abgesenkten Bereich einrichten, der verschütteten Grog auffängt und wiederverwertet. Und einen medizinischen Triage-Raum. Entschuldige mich, es gibt viel zu planen. Ja, viel Spaß dabei. Ich nehme mal das Buch. Darf ich das Kochbuch jetzt wieder mitnehmen? Sicher, sicher, natürlich. Ah, vielen Dank. Perfekt. So. Dann, hat er nicht gerade romantisch gesagt? Romantisch, was ist das? Ein schönes Upgrade für das Essen im Freien. Aha, ja, ja, schön. Ich bin näher denn je dran, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ich bin nicht näher daran, mich dafür zu interessieren. Entschuldigung, wir wollen dir natürlich zeigen, unsere coolen Seeteufelköder. Hier, schau mal. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Einmal. Wurde mein Schiff von einer Seekuh verschluckt? Nee, wir haben ja schon den Hinweis gekriegt, dass es von einem Wal war. Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt? Weißt du, was deine Geschichte braucht, ist ein Teil, der die Bühne bereitet, damit wir wissen, was passiert und wer die Leute sind. Es sollte am Anfang stehen, wie ein, Ein Anfang? Wie ein Anfang, genau. Zum Beispiel, ich war auf dem Deck einer brennenden spanischen Galeone, mit Pferdegesicht und Kratzbürsten Joe. Und dann, ganz plötzlich. Und dann geht es weiter. Willst du es mal versuchen? Ja, sehr gerne. Okay. Ich war ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay, hatte ein Schwert auf meinem ersten Mart gerichtet. Nee, ich war oben auf dem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Ich hatte gerade eine Blockade durchbrochen. Ich war in einem Park und sprach mit meinem Sohn. Nein, das machen wir nicht. Wir nehmen mal das mit Flambé, würde ich sagen. Das haben wir wirklich gemacht. Ich war oben in einem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. Und dann, ganz plötzlich... Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt? Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt? Ja, so ist es richtig. Okay, cool. Offensichtlich bist du neu auf diesem Gebiet. Aber mach dir keine Sorgen. Andere Seeteufel können dir mehr darüber erzählen. Okay. Nice. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere Geschichte verbessert. So, dann gucken wir mal weiter nach Leuten, die dieses Zeichen tragen. Jetzt geben wir aber erstmal Carla ihr Buch zurück. Es ist wichtig, wichtig, dass wir das diesmal machen. So. Einmal ins Innere der Insel und einmal zum Haus der Gouverneurin. Und dann stechen wir schon in See, ich verspreche es. So, Entschuldigung, Wartenmenge. Wir müssen hier noch einmal... Komm schon! Ja, einmal noch, Entschuldigung. So. Meine Liebe, guck mal. Bitteschön. Danke. Es sieht so aus, als hättest du versucht, das Buch statt des Rezepts zu kochen. Naja, ich sollte dankbar sein, dass ich es überhaupt zurückbekomme. Nächstes Mal kannst du es einfach selbst in das Bücherregal stellen. Okay, Entschuldigung. Alles klar. Cool. Wir haben es wieder zurückgegeben. Das freut mich. Bisschen angesenkt, aber das hat sie ja wirklich fast nicht gemerkt. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt endlich in See stechen. Ab zu meinem Schiff. Ah, und hier ist auch direkt die Karte. Wo wollen wir denn als erstes hin? Terror Island, treibendes Schiff, Scurvy Island, treibendes Schiff. Was ist denn beim treibenden Schiff? Hallo? Ahoi! Ahoi! Ah, guck mal, die haben auch so eine Fahne. Erlaubnis an Bord zu kommen. Nee, erstmal Ahoi. Ahoi! Ahoi! Erlaubnis an Bord zu kommen. Das können wir dir leider nicht erlauben. Erlaubnis an Bord zu kommen, Sir.
Das ist keine Frage des Protokolls. Obwohl wir ein gutes Protokoll zu schätzen wissen. Lässt du mich jetzt ausreden, oder was? Das tust du offensichtlich gern. Auf diesem Schiff gab es einen tödlichen Ausbruch von Skorbut. Wir stehen unter strenger Quarantäne, damit wir andere nicht mit diesem tödlichen Erreger anstecken. Ich glaube nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Woher habt ihr die coole Flagge mit den vielen Löchern? Ja, die hätte ich gerne. Aber können wir dir nicht eine Limette anbieten oder so? Ich glaube nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Das weißt du nicht. Die beste Freundin des Onkels der Mutter meines Cousins sagt, dass es so ist. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Versuch nicht, uns mit deiner wissenschaftlichen Quacksalberei hereinzulegen. Wenn Skorbut nicht ansteckend wäre, würde nur eine Person daran erkranken. Ja, ist doch klar. Aber was, wenn alle Mangel haben? Okay, wo habt ihr die coole Flagge? Woher habt ihr die coole Flagge mit den vielen Löchern? Die kommt mir bekannt vor. Wir haben sie im Meer treibend gefunden. Es ist eine von Bella Fischers Flaggen. Sie hat sie wahrscheinlich verloren, als ihr Schiff unterging. Wir haben Angst, sie runterzunehmen und die Skorbutgötter zu beleidigen. So etwas wie Skorbutgötter gibt es nicht. Warum gibt es dann Skorbut? Beantworte mir das. Kann ich die Flagge haben, bitte? Kann ich eure Flagge haben? Hast du mich nicht gehört? Skorbut an Bord! Quarantäne! Ihr könntet sie mir einfach runterwerfen. Riskiere es besser nicht. Sie ist wahrscheinlich voller Skorbut, glaub mir. Okay. Dann, wenn es wirklich nicht ansteckend ist? Ich glaube wirklich nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Das weißt du nicht. Der Hund des Gärtners meines besten Freundes sagt, dass es so ist. Verkauf deine Wissenschaft an jemanden, der leichtgläubiger ist. Okay, na gut. Na dann, tschüss. Gehen wir erstmal. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Skorbut beißt! Ich wusste, dass es schlimm ist. Ja, ich bringe euch nächstes Mal Limetten mit. Hoffentlich. Oh, wir können mit Murray plaudern. Hey, Murray. Hast du schon mal Skorbut probiert? Das würde dir stehen. Nee, passt. So, wie gehen wir denn jetzt wieder? Ah, hier. Wegsegeln. Ja, tschüss, Leute. Und ich würde sagen, als erst gehen wir nach Terror Island, oder? Die Insel, wo man nie wiederkommt. Das klingt auf ein guter erster Stopp. Kommen wir eigentlich hier hoch? Geht die Karte noch weiter? Ah ja, sie geht noch weiter. 19. Breitengrad. Hier ist Bear... Halt, Chef. Hi. Wenn man das so nennen kann. Ich habe es selbst gemacht und bin stolz darauf. Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Das Gesetz schreibt vor, dass sie Limetten mit sich führen müssen, bevor ich ihnen erlauben kann, nach Norden zu fahren. Ah, okay. Habe ich schon erwähnt, dass meine Frau ein Projekt leitet? Ja, ich habe meine Limetten auf dem anderen Schiff. Oh, ich habe meine Limetten auf meinem anderen Schiff gelassen. Sieht so aus, als hätten sie viel mehr als nur Limetten auf ihrem anderen Schiff gelassen. Aufgrund eines Ausbruchs von Skorbut müssen alle Schiffe, die nach Norden fahren, Limetten mitführen. Das klingt nach einem vernünftigen Gesetz. Sie müssen umkehren. Andernfalls drohen Geld- oder Gefängnisstrafen und oder Skorbut. Okay, alles klar. Wir dürfen also nicht über den 19. Breitengrad. Wir könnten aber nach Barebone Island. Und da oben ist Bermuda. Aber bestimmt kann unsere wunderschöne Frau uns Limetten geben. Ich will aber trotzdem erstmal nach Terror Island. So. Hi, Terror Island. Wie geht's? Oh, in der Zwischenzeit. Kommen die bestimmt auch im Flugladen an, ne? Ja. Du hast recht. Er gibt nicht nach. Das ist starke Magie. Ich könnte ihn mit einem Zauberspruch öffnen. Aber ich brauche einen guten Kraftpunkt. Das ist besser, als die Schlüssel zu suchen. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen sollen. Das könnte ewig dauern. Nur ein Narr würde das tun. Ich kenne einen ausgezeichneten Ort für Kraftzauber. Aber der ist nicht auf dieser Insel. Kein Problem. Wir können ihn dort wirken und dann hierher zurückkommen. Wir nehmen mein Schiff. Ich bleibe hier und behalte den Tresor im Auge. Und stiehlst das Geheimnis selbst? Wohl eher nicht. Aufhören! Offensichtlich traut niemand jemandem zurückzubleiben. Wir werden alle zusammengehen. Was, wenn jemand anderes herausfindet, dass das Ding hier ist? Die einzige Karte ist irgendwo auf Monkey Island verloren gegangen und wurde wahrscheinlich schon von einem Wildschwein gefressen. Der Kartenmacher weiß, dass es hier ist. Ich habe sowieso noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Und in diesem Fall ist er selbst das Hühnchen. Okay, jetzt bin ich aber schon interessiert, was jetzt wäre, wenn wir zurücksegeln. Ah,
Terror Island, schön hier. Aber ich würde sagen, das Umgucken machen wir dann in der nächsten Folge von Return to Monkey Island. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und damit bis dann.